Willkommen und benvenuti bei Oggi spielt. Kapitel 9, das nächste Spiel. Wieder ein Spiel von Pendragon oder Pendragon Games. Ihr erinnert euch, das letzte Mal habe ich euch das sehr thematische Spiel Last Aurora vorgestellt. Jetzt komme ich wieder zu einem sehr thematischen Spiel von Pendragon. Und man muss auch mal festhalten, dass Spiele von Pendragon sehr oft sehr thematisch sind. So kommt in Kürze ein Kickstarter, den ich mitgebackt habe, bei mir an, The Thing, ein Spiel über einen Film, Das Ding auf Deutsch. Viele von euch kennen ihn. Da geht es um einen Film aus den Ende 70er, Anfang 80er Jahre von John Carpenter, der aber ganz bestimmt den älteren Zuschauern hier bekannt sein wird. Aber wir reden nicht über dieses Spiel. Wir reden über ein anderes Spiel von dem Autor Antonio Ferrara, der, und das auch nochmal, The Boogeyman in Kürze rausbringt. Auch sehr thematisch, da aber nicht über Pendragon, aber auch so ein bisschen mit Horror. Und jetzt sind wir bei Film gewesen, jetzt bin ich bei Horror gewesen, jetzt war ich bei Antonio Ferrara. Jetzt kommen wir zu unserem Spiel. Und unser Spiel von heute ist Last Friday. Last Friday bezieht sich auch aus einer Filmreihe, beginnend in den 80er Jahren, Freitag der 13. Ich bin ja ein Kind, das in den 80er Jahren groß geworden ist, mit den Filmen Nightmare oder Halloween oder halt Freitag der 13. mit Jason, dem Psychopathen, der in ein Jugendcamp für Unheil sorgt. Und das passiert auch hier. Aber was haben wir hier in Last Friday genau? Wir haben im Grunde eine Adaption von dem Spiel des Jahres 1983 von Scotland Yard. Nur mal 4. Was heißt mal 4? Denn hier ist es wie folgt. Es gibt 4 jugendliche Campbesucher. Maximal, oder das teilt man dann auf. Und es gibt, ich nenne ihn jetzt einfach mal Jason, der vorhat, diese Campbesucher, diese Jugendlichen zu eliminieren. Oder, um es hart auszudrücken, zu töten. Ich versuche jetzt mal ein bisschen weniger martialisch hier rüber zu kommen, aber das ist im Endeffekt das Spiel. Das heißt, wir haben einen Plan, ich zeige ihn auch gleich, über den wir laufen, indem wir in Kapitel 1, in dem die Jugendlichen versuchen, die Schlüssel zu finden für ihr Bungalow und sich in dem Bungalow sozusagen in Sicherheit bringen, bevor Jason einen oder alle fängt und somit aus dem Spiel nimmt. Das ist Szenario 1 oder Teil 1 von diesem Spiel. Teil 2 ist, und das passiert alles in der Nacht, muss ich dazu sagen. Teil 2 ist, wir drehen den Spieß um. Es ist Tag und nun sind die Überlebenden, beziehungsweise sollte einer gestorben sein, bekommt er eine neue Figur. Also sind die 4 Jugendlichen auf der Jagd nach Jason und versuchen, Jason zu fangen. Das ist Ziel von Kapitel 2. Jetzt auch ein bisschen vom Spiel, bevor ich mit Kapitel 3 weitermache. Wir haben natürlich hier in bester Scotland Yard-Manier einen Sichtschirm, wo dann der Wahnsinnige, so heißt er tatsächlich, ich halte es mal rein, das Camp sieht. Ja, hier sind die 4 Szenarienteile. Hier sieht man die Zahlen von den Bungalows. Ja, und das in der Mitte wäre dann auch die Karte. Ich halte die Karte auch mal kurz rein. Na, also es ist eine 6-teilige Karte. Es wird ein bisschen groß. Jetzt muss ich schon 6 machen, sonst funktioniert das nicht. Also das ist, die riesige Karte. Ich sehe nichts, aber ihr seht vielleicht was. Nur so als Überblick, wie dieses Feld aussieht. Ein riesiges Feld. Ein schöner Sichtschirm, grafisch schön dargestellt. Ansonsten sind die restlichen Materialien dieses Spiel ein Stück weit eher funktionabel als schön.
Ich meine, es gibt aber einen Reprint und der ist, glaube ich, doch etwas spannender gestaltet. Ich meine auch, dass es 5 Jugendliche übrigens sind oder sein können und nicht 4. Also auch da nochmal eine Berichtigung. Jetzt habe ich euch erzählt über Kapitel 1 und 2, also die Jagd von dem Wahnsinnigen, den Kindern hinter, den Jugendlichen hinterher und dann die umgekehrte Jagd. Sollte der Wahnsinnige in Kapitel 1 jemanden ja schnappen, dann ist der eliminiert, raus aus dem Spiel. In Kapitel 2 bekommt dieser Spieler jedoch eine neue Figur, die zum Camp-Eingang gestellt wird und dann wieder bei der Jagd auf den Wahnsinnigen mitmacht. Im dritten Kapitel ist es dann so, und hier folgen wir ein bisschen der Art und Weise dieser Slasher-Filme. Der Wahnsinnige muss einen sogenannten Auserkorenen, also einer der Jugendlichen, wird ein Auserkorener fangen, schnappen, eliminieren und die anderen Jugendlichen versuchen, den Auserkorenen zu schützen, zu retten vor dem Wahnsinnigen. Sollte der Wahnsinnige auf einen der anderen Camper treffen, wird der natürlich eliminiert. Das ist Kapitel 3 und dann kommt Kapitel 4 und dann geht es wieder darum, dass der Wahnsinnige wieder von dem Auserkorenen und den Campern gefangen werden muss, beziehungsweise der Auserkorene hat jetzt die Aufgabe, den Wahnsinnigen zu eliminieren. Und die Camper müssen ihm dabei unterstützen. Und da gibt es auch nicht mehr das Thema, dass der Wahnsinnige sich mit den Campern, die Camper eliminieren kann, sondern er muss tatsächlich wegbleiben, flüchten. Das, wenn man so will, hier in diesem Fall wieder klassische Scotland Yard. Ist es so spannend wie Scotland Yard? Ist es besser? Ist es schlechter? Es ist definitiv sehr atmosphärisch. Wer die Filme kennt, wird schon deshalb einen Spaß haben, dieses Spiel zu spielen. Und Scotland Yard ist jetzt auch nicht sehr, sehr schwierig von Art des Spiels. Thematisch ist es einfach. Wir haben hier natürlich ein paar Tokens, die auf dem Spielbrett sind, die uns ein paar besondere Fähigkeiten geben. Man kann ein paar Gegenstände finden, die uns auch hilfreich sind. Also es gibt schon ein paar Plus-Elemente oder Zusatzelemente in diesem Spiel, aber es lebt von der Atmosphäre, vom Suspense, schafft man es nicht. Und ich finde das hin und her ganz, ganz spannend und ganz, ganz schön. Ist es ein Top-Spiel? Ich weiß es nicht. Ist es eine nette Unterhaltung? Ist es mal was anderes als so ein Heavy Euro? Ja, definitiv. Bekomme ich es noch zu kaufen? Auch. Kostet auf dem Sekundärmarkt um die 20 Euro rum. Und für 20 Euro mit 5 oder 6 Leuten am Tisch mal eine andere Unterhaltung als das übliche Fernsehprogramm ist es auf jeden Fall wert. Und deswegen von mir eine Kaufempfehlung, wenn ihr dieses Spiel zu einem günstigen Preis bekommen könnt. Last Friday von Antonio Ferrara von Pendragon, mal den Film aufs Spielbrett gebracht in trashiger Art und Weise. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von diesem Spiel haltet, wenn ihr es denn kennt, wenn ihr es gespielt habt. Und in diesem Sinne sage ich mal, bis zum nächsten Mal, euer Eugene.